Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute vergleiche ich Roblox-Charaktere mit den Real-Life-Aussehen von meinen Zuschauern. Ich habe einen Discord-Channel aufgemacht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und verpieselt euch, wenn es euch nicht gefällt. So, wir fangen an. Abdel! Abdel hat was reingeschickt. Abdel hat den Standard-Charakter und sieht so aus. Abdel hat gar kein Roblox! Er wollte nur ein Bild von sich reinsenden. Er hat nur mit diesem Bild Werbung für das neue Hoodblock-Lied gemacht. Rabatt. Nur mit diesem Bild hat er Werbung gemacht dafür. Wir haben den ersten Reinscheiß. Er ist ein Mädchen in Roblox. Okay, man kann... Ne, warum nicht? Ich bin gerade verwundert. Sind alle Mädchen in Roblox auch so breit? Ist das normal? Die sieht breiter aus als ich. Ich habe ein bisschen Angst vor seinem Roblox-Charakter, um ehrlich zu sein sogar. Warum sind Roblox-Charaktere so breit? Was ist das denn? Das ist kein Roblox-Charakter. Können Roblox-Charaktere so aussehen? Sieht ihm sogar ein bisschen ähnlich. Kopf, die Kopfform. Passt auch zu seinem Style, sage ich. Ich sag, das ist bisher das Beste, was reingesendet wurde. Oh nein. Good Mood. Good Mood? Seine Mutter hat ihm das T-Shirt gekauft. Seine Mutter hat ihm das T-Shirt gekauft. Das ist sein Roblox-Charakter ist frecher. Ist das ihr Gesicht auf einem Roblox? Also ihr echtes Gesicht? Nein, ne? Nein. Die Augen, nee, alles nicht. Der Mund? Auch nicht. Ich bin so verstört von den Roblox-Charakteren. Und warum haben wir seit Neuem so viele Mädels in der Community? Ich finde das ja nicht schlimm. Versteh mich nicht falsch. Aber ich habe kein Girl-Approved-Content, oder? Ich habe kein Girl-Approved-Content. Wie kommt ein Mädchen auf meine Socials? Ja. Muss sagen, ich habe auch sehr viele Mädels-DMs und so, ne? Also nicht dieses Versuchen bei mir zu sliden, sondern Zuschauerinnen. Die Streams und so lustig finden. Warum weiß ich das? Weil ich klicke drauf, weil ich habe... Ich denke, die wollen sliden bei mir. Ah, oh, Mädchen will wieder sliden. Aber die fand nur irgendwas lustig. Was ist das für ein Verein im Hintergrund? Ist Frankfurt? Er ist der Erste, wo ich glaube, das ist wirklich sein Roblox-Charakter. Da steckt zu viel Mühe drin. Das ist ehrlich sein Roblox-Charakter. Na, Bro, das ist nicht mal Roblox. Er hat nicht mal das richtige Spiel gefunden, ja? Chat. Er hat nicht mal das richtige Spiel gefunden und wollte nur irgendwie ein Bild von sich hier reinsenden, um irgendwelche... Nein, das ist kein Roblox. Nein, das ist keiner. Das kann doch nicht... Das ist ein... Der ist ein Roblox-Charakter, sieht aus wie er! Seit wann kann man so aussehen wie man selbst? Das ist Roblox-Skin. Okay. Das sind auch zwei Minuten... Maximal zwei Minuten Arbeit, die er reingesteckt hat in seinen Roblox-Charakter. Er hat extra... Sein Roblox-Charakter gibt mir so Dena-Vibes irgendwie. Wisst ihr, mit dem Schal und so irgendwie? Longboard-Tour-Vibes. Ah, nee, Digga, das fuckt mich ab, Digga. Er muss extra Flagge raufpacken. Er muss... Und warum ist er so breit? Hat er in Roblox einen Aramea-Clan oder so? Er ist Shanti-Fan. Humpty Dumpty. Hässliches Trikot. Skin ist auch kacke. Er ist ehrlich am Zocken. Drei Robux? Hat er drei Robux? Er hat Brawl Stars-Benachrichtigung und drei Robux. Und noch 20%. Bro, lad dein Handy auf. Ah, er sieht fresh aus. Er sieht fresh aus. Kenzo Pullover drückt zwar ein bisschen. Kenzo ist ein bisschen inaktiv, sage ich. Einzige, was ich nicht so fühle, aber sonst, er sieht fresh aus. Boah, er hat sich gestylt wie sein Roblox-Avatar. Oder er hat seinen Roblox-Avatar nach seinem eigenen Style, den er hatte, gestylt. Eins von beiden. Nein. Das ist kann das ein Roblox-Charakter sein? Warum sieht er aus wie Ahmed von TikTok? Ahmed neu. Bruder, der sieht so aus, als würde er in Roblox für Salah Hedin kämpfen. Ehrlich. Hat er ein Messer oder eine Flagge in der Hand? Ist das krass. Ah, nice. König Baldwin. Und dann doch nicht König Baldwin. Erstens, was hast du für ein T-Shirt? Zweitens... Ich bin ein bisschen verwirrt von dem Bild, muss ich sagen. Soll ich auf seine Brusthaare gucken oder nicht? Ich, also, Fokus liegt irgendwie auf seine Brusthaare, aber dann hat er auch so einen neutralen Blick, als wäre der Fokus gar nicht auf seinen Brusthaaren, sondern auf sein Gesicht. Und jetzt fragen sich meine Augen, wo sie hingucken sollen und irgendwie bin ich von dem Ganzen viel zu verwirrt. Und warum ist er dann König in Roblox? Ihr wollt mir sagen, dass der Typ so in Roblox aussieht? Das kann nicht sein. Nein, Jungs, ihr... Seit wann? Warum haben alle so Roblox? Nein, das... Okay. Okay, okay, ist cool. Dinosaurier. Den check ich. Ein Känguru. Okay, ja, passt zu ihm. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Känguru. So, passt. Und das hier ist schon wieder sus. Er sieht aus wie er selbst. Er hat sogar Roblox-Kleidung an. Wisst ihr, was geil wäre, wenn seine echten Klamotten auch von Roblox wären? Das wäre krass. Ist das nicht derselbe Charakter von gerade eben? Den Julian auch reingeschickt hat? Sie hat gar keinen Roblox-Charakter. Der hat irgendein Bild reingeschickt. Justin, ist das krass, Bruder. Ist das krass. Das ist zu viel, Chat. Das ist zu viel.
Dieser Jack and Jones Pullover ist zu viel. Was ist im Hintergrund? Irgendwelche Süßigkeiten, amerikanischen Süßigkeiten oder so? Warum hat doch jedes Mädchen hinten an ihrem Handy entweder Geld, Bankkarte oder so Buskarte? Immer! Oder da hat in Roblox irgendwer ein Bild von ihm gemacht? Für dieses Video hier? Das sieht so aus, als hätte in Roblox irgendwer ein Bild von ihm gemacht. Als hätte er sich hingestellt, mach Bild für Hamed Discord. Was ist... Warum sind die Augen so klein? Hat der Charakter gesmoked? Sind das überhaupt die Augen? Sind das die Nasenlöcher? Warum sind die so klein? Es ist wirklich ihr Charakter. Nisa. Richtiges Outfit ist fresher, finde ich, als das hier. Hat er nur eine Unterhose an? Er hat ein Tattoo in Roblox. Ey, Bruder, ich kann nicht mehr. Das ist ein Tattoo von irgendwas. Man sieht nicht mal von was, weil er ein Unterhemd anhat. Und wo ist sein Hals? Haben Roblox-Charaktere gar keinen Hals? Die sieht aus wie ihr Roblox-Charakter. Ist das krass. 1 zu 1. Der Perfect Match bisher. Most Perfect Match bisher. Oh nein, Bro. Galatasaray-Fan. Bruder, er sieht auch noch aus wie er selbst. Ist das krass. Ey, Bruder, die Türken machen das Unmögliche möglich. Sogar in Roblox mit Galatrikot. Sogar in Roblox. Tschüss, Bruder, wo noch? FIFA-Wappen. Instagram-Profilbild. Draußen Trikot anziehen. Egal, wo Roblox-Charakter hat sogar Gala-Wappen an. Oh, guck dir an, ey, es geht nicht mehr. Es geht nicht in meinen Kopf. Wer sieht das? Hey! Mit Balaklava auch noch, Bruder. Und warum sieht es so aus, als hätte er nicht freiwillig dieses Foto gemacht? Als hätte irgendwer um 3 Uhr nachts ein Foto von ihm gemacht, während er schlafen wollte. Hat sich nur aufgeräppelt, um was zu trinken und dann hat irgendwer ein Foto von ihm gemacht. So sieht das aus. Er hat Kontrast-Challenge gemacht. Kontrast-Challenge. Hat sie sich selbst beleidigt? Ohne Sinn. Warum macht man überhaupt einen Snap mit 20.44 Uhr? Irgendwer einen Snap sendet mit der Uhrzeit drauf, denke ich mir so, wo, korrekt? Was bringt mir das, dass du mir sagst, wie viel Uhr es ist? Ich hasse solche verwackelten Bilder, ne? Aber ich check, warum sich Leute damit wohler fühlen. Ich muss mein Genick brechen, um das zu vergleichen. Aber sieht auf jeden Fall nicht gleich aus wie der Roblox-Charakter. Hey, ich finde das so geil, ne? Er sieht halt wirklich so aus wie jemand, der average so alle 2 Wochen mal im Club ist. So, weil Bild sieht auch aus, als hätte er das so auf der Toilette im Club oder irgendeinem High-Restaurant gemacht, wo auch so Mucke läuft und so eine Sachen. Und dass er dann trotzdem aktiv einen Roblox-Avatar hat, der fresh aussieht, Digga. Hey, yo. Und das ist der letzte. Wir haben den letzten wieder, Besiktas. Es gab zu viele Besiktas-Roblox-Accounts. Es gab zu viele. Lasst ein Like da, bitte.